Nein, dann kommt die Nazi-Keule. Die Nazi-Keule kommt sowieso immer bei komplett Deutschland. Nochmal kurz zu Resident Evil 5. Wir müssen leider schon rum, Deutschland ist so Vierter. Ja. Ja, EM, WM geht mir manchmal. Eigentlich so am Hintern vorbei mittlerweile, leider. Okay, nochmal kurz zu Resident Evil 5. Ich meine, vor allen Dingen, da sieht man auch schon, wie schön sich Leute über Sachen aufregen, die keinen Sinn machen, weil in Afrika sind nun mal die meisten Leute Schwarze. Warum dementsprechend werden die meisten Zombies Schwarze sein, weil Viren keine Rasse sehen, sage ich jetzt mal. Oh, richtig. Ja. Wär ja schlimm, wenn, ne? Wenn zum Beispiel nur rassistische Viren. Wär zum Beispiel scheiße, wenn nur hellhäutige Viren kriegen würden und die farbigen nicht. Oder umgekehrt. Es gibt Anzeichen, ich glaube, ich habe mal gehört, dass gewisse Ethnien ein höheres Risiko bei manchen Krankheiten haben. Aber keine Farbe, sage ich mal, ist Grund, dass es Viren unempfindlich ist, dass man immun gegen etwas ist. Genau. Was ich einfach bei Resident Evil cool fand, war einfach der Multiplayer-Modus. Das stimmt. Was? Also bei 5, ja, okay, da gab es. Bei 6 gab es aber, meine ich, auch einen. Den habe ich zumindest einer Konsole mit jemandem mal gespielt, den Anfang. War das der mit den 4 Leuten? Ich glaube, ich weiß was. Ja, den gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, was 6 war. Da muss ich passen. Im 6. war man in irgendeinem komischen Bürogebäude am Anfang, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Wir sind auf dem Schrottplatz. Ja, das war wegen mir. Ich hatte da ein Ding für. Dankeschön. Gerne. Ich mag den Schrottplatz. Ja, ich auch. Deswegen dachte ich, jo, nimm wir. What up, Jake? Ich kann das meist auch nicht mehr sehen, ey. Das stimmt. Nee, ich bin nicht Jake Park. Hey, wer bist du dann nochmal? Der andere, der... Nicht Jake Park, sondern... Wie heißt er denn? David King, so, jetzt habe ich. Ja, genau. Hallo, Mr. King. Hallo, Mr. Burger King. Okay, der war richtig schlecht. Ja. Hallo, Mr. Over Becks. Oh Gott, es ist, ich weiß es gar nicht. Es ist der Fallensteller. Der Trapper. Ja, ich sag halt Fallensteller. Ja, ist ja auch die deutsche Übersetzung. Du blöde Kuh, ey. Ich sag bloß Trapper, weil vor allem aus Amerika, weil ich viele Medien aus Amerika kenne. Aber ich kann auch gerne natürlich Trapper sagen. Ist mir egal. Ja, mir auch. Jeder weiß, was gemeint ist. Toll, das ist beim Fallensteller sogar noch mehr, als wenn ich Trapper sage. Jetzt mitten bei Dead by Daylight will der Hund was zu essen haben. Oh. Ja, Schnitzel. Der liegt doch eh am Boden. Ja, aber gerade sagen, wieso hört der dich nicht auf? Ja. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Der will mich. Der liegt hier überall. Hat der gefallen? Nee, der hat mir. Was hat der denn gemacht? Schnitzel! Ist er noch bei dir? Ja, der ist okay. Er rennt gerade bei mir vorbei. Mädel, renn! Ja, gut, Maria, den Generator erstmal fertig. Wenn hier keiner kommt. Wo bist du? Bist ich, du ich, bin, ich bin direkt bei Kaya. Quasi, ich bin direkt beim Keller. Weil der pest hier die ganze Zeit noch rum. Jo, ja, ich merk das. Das sehe ich gerade auch. Schön zwar nicht, aber. Ich glaube, jetzt hinter sie. Rettet sich von euch beiden. Nee, eben. Lässt uns einfach bei. Sie nimmt er jetzt, okay. Okay, dann werde ich mich mal aus den Staube machen. Kein Schatz, warte. Brauchst du mich nicht, Schatz, ne? Ich habe ja auch Sina gemeint. So. Sina, deine Hündin. You. Die richtige. Deine Bitch. Ja, sozusagen. Jetzt ist er zu blöd, die an. Jetzt. Ich meine, Cleo ist auch die Bitch von. Ey, beleidige unseren Hund nicht. Ich stelle mir das vor. Das ist die. Korrekte Bezeichnung von weiblichen Hund. In Amerika. Weil du ja gerade sagtest, der ist so blöd am Haken zu hängen. Stell dir vor, ich treffe den Haken nicht. Ich wollte das nur sagen, es ist eine. Ja, ich weiß, ich habe das auch mal nachgelesen. Ich meinte eigentlich Eldaria. Achso. Dann nimm mich doch hoch, du Penner.
weil sie ganz böse war, weil ich ihren Hund Bitch genannt habe. Ja, bin ich auch. Alter, der campt bei euch. Ja. Ich bin hier direkt. Der will die andere. Ja, ich sehe die zwei Leute. Da hinten ist jemand am Generator, das ist dann wahrscheinlich Bill. Ah, scheiße. Alaria, Schnitzel. Ja. Ist er bei dir in der Nähe? Ja. Okay, dann werde ich hier weiter reparieren. Ich lock ihn gerade weg. Du solltest, wenn möglich, jetzt die Mark hängen, zumindest retten. Ihr lenkt ihn gerade ab. Ich krieg dir entgegen. Okay, ich komm ja schon, Jetzt schon. Kommt er wieder zurück. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Ich bin gerade erst losgegangen. Außerdem ist er verletzt. Ja, ich auch. Aber das ist kein gutes Argument. Dann macht ihr doch mal. So. Ihr macht doch schon. Ja, in der Zeit kann ich den Hund füttern. Okay, wen kann ich jetzt... Ist er immer noch bei dir? Hängt der immer noch bei dir rum, Digi? Ich glaube, er ist gerade den Hund füttern. Ja, stimmt ja. Also, das geht jetzt mal lieber nicht. Ja, das wird sowieso nicht die Runde. Naja, noch? Oh, der ist sorry. Ich wollte gerade referieren. Du musst nicht heilen, ich habe einen Perk, dass es besser geht, wenn ich. Genau. Ich auch. Nee, oder? Doch, hatte ich zumindest. Nämlich hätte ich den mal. Du. Oh, komm. Okay, kommt der gerade zu uns? Oder? Oh, da ist er. Ah, Schnitzel. Ja, da ist er. Renn. Kriegt er sowieso nicht dadurch, dass er den anderen hat. Also, Kai da hat. Also entweder spielt er so komisch oder der hat einfach nicht so wirklich die Ahnung. Das ist mir aber auch gerade eigentlich vollkommen egal. Die Ahnung, meine Damen und Herren. Die eine und einzige Ahnung. Meine Damen und Herren, das Rad. Hast du das Rad neu erfunden? Nee, ich glaube, es spielt einfach scheiße. Was? Kennst du nicht, der Preis ist heiß? Kenn ich, aber ich hab's nie gesehen. Ich hab das als Kind, hab ich das verletzte Mal cool mit ihm. Was heißt als Kind? So, ja, verletzte Mal cool mit diesem Rad. Alt, ja. Das Rad. Also als Kind ist man schon leicht beeindruckbar. Warte, ich komm dich retten. Ist er noch da? Gerade geht er. Ich weiß aber nicht, ob er wiederkommt. Mann, Schnitzel! Ja, er kommt das, zu Zero. Das ja. war nichts. Das Satz mit X war wohl nix. Jo. Rette sie. Oder rette sie nicht. Er hat dich gesehen. Nein, hat er nicht. Jetzt retten, jetzt nicht retten. Sag was. Weg. Lauf. Ich hab mich entwunden. Nicht zu verwechseln mit entbunden. Nein. Dadurch, dass Sio hier noch rumläuft. Lass das mit dem Leave Retten. Leave me alone, dude. Ja, ich häng hier noch, du Vollhonk. Ich lauf nicht weg, wenn du davor stehst. Da, Schnitzel. Der kommt mir von hinten. Es bleibt dir überlassen. Du kannst mich retten, aber du kannst es auch lassen. Der ist hier noch. Er kommt. Ja, chill, ich seh ihn. Er kommt. Nein. Also doch, er kommt aber. Das wird nichts. Mach deine scheiß Generatoren. Such die Luke. Okay. Such sie einfach. Du hast mehr als genug Zeit. Wobei ich noch nicht einmal angehangen wurde. Also. Ja, ich bin in der zweiten Phase. Das stimmt. Er hat mehr als genug Zeit jetzt zu suchen. Er wird jetzt die ganze Zeit zwischen uns hin und her laufen. Meinst du? Ich bin mir 100% sicher. Oder er kämpft dann bei mir am Ende. Er läuft dir die ganze Zeit hin und her. Jetzt ist er bei dir, jetzt kommt er gleich wieder zu mir zurück. Ich kann hell sehen. Ui. So, ich bin tot. Er fängt bei dir um. Ja, wird er. Tut er. Weiß ich. Ah ja, such Lee. Ich suche Lee Luke. Das Gute ist, ich kann auf zu dir schalten. Wenn du die Kamera richtig hältst, kann ich mithelfen zu suchen.
Ich halte sie so ziemlich auf den Boden gerichtet, dass ich gucken kann. Du kannst Leluk, ich bin dein Vater, suchen. Leluk. Weil er gerade bei mir nicht rumhängt. Interessanterweise. Aber sicherlich lauert er. Da ist er noch. Ja, da ist er. Vergiss es, muss mir nicht retten kommen. Ansonsten guck mal im Keller, wenn du sie draußen nicht findest. Da war ich gerade als erstes. Okay. Ja, yep. Er war im Keller. Er ist zum Lachen in den Keller gegangen. Ah. Geh auf den anderen Teil. Woher kommt das überhaupt? Keine Ahnung. Jetzt ist dann das war doch wieder eine schöne Runde. Jetzt kannst du die Leluk suchen. Ja, konnte er ja vorher. Sie war ja zumindest vorher schon. Ja, aber jetzt kannst du Leluk springen. Jetzt kann er in diese Luke springen, wenn der Killer nicht schon weiß, wo sie ist. Und sie direkt zumacht. Dann könnte, aber dann könnte das wird er nichts. Der weiß, wo du bist. Er weiß, der ist direkt hinter dir. Ah, ne, vor dir. Das ist hinter dir. Ja. Krieg deine Richtungsanweisung hin. Luke, wenn du jetzt erscheinen möchtest, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Sie ist ja schon erschienen. Du musst sie nur finden. Okay, Luke, wenn du jetzt zu ihm kommen möchtest, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich finde sie eh nicht mehr rechtzeitig. Oh. Naja, falls jemand Heilung braucht, könnt ihr zu mir kommen. Ich in der nächsten Runde. Achso, ich wollte schon sagen. Hä, was meint er jetzt? Er ist doch tot. Ja, ich weiß, aber ja, in der nächsten Runde, jetzt weil... Jetzt bringt das nicht mehr viel. Ich muss halt... noch zwei Gesundheitsstatus anderer Überlebende heilen, um 15.000 zu bekommen. Seid ihr auch schon wieder zurück? Oder ja, rennst du noch vor ihm weg? Nö. Wir trinken gerade einen Kaffee zusammen. Seelische Heilung. Er wollte von der dich Runde. Auf ein Date einladen, oder was? Nach der Runde sind wir wieder Freunde. Oh. Hätte das, wenn man als Kind gesagt hat, ich bin nicht mehr dein Freund und dann am nächsten Tag wieder mit ihm abgehangen hat? Ich hatte keine Freunde. Oh, diese Stille, ey! Naja, ich sage, ich hatte keine Freunde und ihr beide, keiner sagt was, alle sind ruhig. Diese Stille, achso, ich habe Spinne verstanden. So. Ich hab Stimme verstanden. Hol euch ein Hörgerät. Weil du nicht auch bereit gedrückt hast. Nee, ich meinte hier im Blutnetz. Was? Wie hast du übersehen? Egal. Komm, dann mach ich fest, dass die Dinger da weg sind. Ich nehme den Schlüssel und kombiniere ihn mit einer Perlenkette. Und kombiniere ihn mit einem Angriffsabzeichen. Wie gesagt, wenn jemand Lust hat, geil zu werden, könnt ihr gerne zu mir kommen. Da werden wir drauf zurückkommen. Aber ich habe einen Schlüssel. Übrigens, Aldaria. Erinnerst du dich noch, als ich den Gartenzwerg erledigt habe? Ja. Das war... Da habe ich ja diesen Anhänger bekommen. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, oder? Was für ein Gartenzwerg? Ist ja gerade Left 4 Dead Season. Also gerade hier in. Also. Man kann Sachen von Left 4 Dead freischalten. Und manchmal findest du in den Levels einen Gartenzwerg. Den kannst du zertreten und dann bekommst du einen Anhänger dafür. Ah, okay. Mhm. Weil in Left 4 Dead 2 und in Left 4 Dead findet man ja öfter mal Gartenzwerge. Ich habe nur ein einziges Mal einen Gartenzwerg gefunden und das war mit Sio. Ich kann mal so einen kleinen Captain Iglo finden. Captain Iglo, da kriegt man einen Fischstäbchen-Anhänger, wenn man den zerstört. Nee, oder vielleicht sollte man nicht zerstören. Hätte diese Sachen in Cartoons, wenn jemand anderen kaputt machen möchte, aber zum Beispiel, wenn irgendwie eine Maus auf den Tisch von diesem einen Typen springt und dann will der Typ sie klar machen, aber die Maus hat diese großen Augen und dann kann das nicht machen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Nee. Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Also es gibt auch manchmal die Situation, wenn jemand irgendwie was kaputt machen möchte, was er als eklig ansieht, aber dann sieht ihn dieses
Viech halt so mit diesen großen Augen an und sieht ganz niedlich aus und er kann sich. Okay. Ich glaube, ich bin schlecht darin, das zu erklären, aber ihr wisst, was ich meine. Spinnen sind sogar 6 Augen oder 4 oder irgendwie sowas. Aber nee, die mache ich trotzdem kaputt. Aidaria mag sogar eine Spinne. Eine Spinne mag ich. Aha, welche? Lukas. Ach, das Ding. Das kenne ich auch, ja. Ja, okay, die ist natürlich knuffig, aber die ist ja auch animiert. Ist trotzdem eine Spinne. Eine Jumping Spider, um genau zu sein. Obwohl, es gibt tatsächlich die in echt. Das habe ich mal gesehen, dass ich irgendwie, ich glaube, das Video hieß The Friendly Spider. Die sitzt auf der Tastatur und gibt ihm so, ja ich sag mal. Das habe ich auch gesehen. Die Foto, ich finde, die sieht tatsächlich nicht, also da hätte ich auch keine Angst vor. Die ja, Jumping Spiders sind relativ harmlose, auch vom Aussehen her harmlos. Und die haben teilweise echt eine schöne Färbung. Ja, und die springen halt, sind auch ziemlich neugierig, dass die halt auf dich springen. Ja, aber dafür sind sie ziemlich klein, das ist schon mal gut. Ja, genau. Es ist keine Tarantel. Aber ja, echte Jumping Spiders sind niedlich. Nein, und sind klein. Sie nicht. Nein, sind sie nicht. Okay, du findest sowieso alle Spinnen doof. Jedes Mal, wenn mich dieses Scheißviech anspringt, schrei ich laut los und springe 30.000 Kilometer weit weg. Nee, du weißt doch gar nicht, ob es ein Jumping Spider ist. Nein! Es gibt springende Spinnen und die sind scheiße. Ja, aber du weißt nicht, ob es genau diese springende Spinne ist. Es wird hundertprozentig diese springende Spinne sein. Ich mag alle Spinnen nicht. Außer Lukas. Ja, ich weiß, das ist klar, aber egal. Nee. Komm, das ist vergebliche Lebensmühe. Das auch, ja. Das auch, aber ich wollte Liebensmühe sagen. Nee, Spinnen sind scheiße. Spinnen sind blöde. Okay, anderes Thema. Spinnen sind blöde Misttierchen. Anderes Thema, damit du dich jetzt nicht 5 Minuten einen Rant über Spinnen machst, Aidaria. Hätte ich nicht gemacht, wenn ihr nicht mit Spinnen angefangen hättet. Spinnen ist so dein Triggerwort, oder? Ja. So. Ich mag nicht unbedingt Kröten. Kröten sind cool. Ich habe vor kurzem eine aufgenommen, wie sie die gequakt hat. Ich fasse die nicht an. Oh, die sind cool. Ich habe sie auch nie angefasst, ich habe sie aufgenommen. Aber ich mache sie auch nicht kaputt. Was? Ich mache sie auch nicht kaputt. Das ist hier bei uns so, wenn du die Straße hochgehst, so im Frühling, da ist irgendwo ein Teich und da ist immer Quaken. Und du siehst teilweise, leider, ich bin zwar nicht der größte Fan von denen, aber ich würde sie nie töten oder will das auch sehen. Dass die, wenn die halt auf der Straße sind, passiert halt, dass viele Autos drüber fahren. Ja. Leute! Und, lass mich mal. Manchmal sind da noch so zwei Lebendige rumhüpfen. Die stupst sich dann so mit dem Fuß immer in die Wiese. Also, dass sie so langsam antitschen, dass sie da hinhoppeln. Ich hab dir gesagt, ich bin nicht der größte Fan, aber ich will sie auch nicht irgendwie kaputt sehen oder so. Du willst sie nicht tot sehen? Nein. Im Gegensatz zu Aidaria, die, glaube ich, jede Spinne tot sehen möchte. Ja. Ich rede ja auch von Kröten. Ja, ich weiß, aber Aidaria mag keine Kröten, du magst keine Spinnen. Aidaria macht keine Spinnen, du magst keine Kröten. Ich wollte gerade sagen. Ja. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, was ich eher anfasse, dann wäre es natürlich trotzdem die Kröte. Ich habe ein Rotkehlchen aufnehmen können im Laufe dieser Woche. Okay. Hat er einfach auf dem Dach, auf den Ast geschillt bei uns im Garten. Chili Mealy. Und hat rumgezwitschert. Oh, es ist der Trickster. Dein Liebling. Ja. Der K-Pop-Star. Ja. Ja. Oder war es J-Pop? Nee, K-Pop, ne? Nee, ich glaube K-Pop. Also es ist beides sehr ähnlich, glaube ich, aber ich. Nee. Nein, eigentlich nicht. Echt jetzt? Naja, japanischer Pop kannst du nicht mit koreanischem Pop vergleichen. Kann man nicht. Nein. Wollen wir jetzt vielleicht gehen oder eins? Ja, oder? Ich wollte hier übernachten. Oh, wolltest du? Nein, eigentlich nicht. Mr. David King. Hallo, ich habe einen Schlüssel und ich werde ihn benutzen. Bist du der. Bist du auch. Hier ist noch einer. Ich bin der Schlüsselmeister. Hier. Da lang müssen wir. Stimmt. Da ist einer. Da können aber nur 2 ran arbeiten. Haha. David ist ausgeschlossen. Hahaha. Ha, ha, ha. Jemand drin. Kindisch. Bla. Ja. Ha, ha. Ich bin dann den ganz anderen. Jetzt suche ich mir den eigenen. Jetzt ist das ganz gemein. Batman.
Batman? Ja, ja, Hybrid, das war gerade die Rede von Spinnen und da hat Dufte dann Spider-Man geschrieben. Habe ich ja dran, ein cooler Killer für dieses Spiel aus der Batman-Reihe wäre Scarecrow. Oh Gott, das sagt man gerade überhaupt nichts. Aber ich bin auch kein Batman-Fan, davon mal ganz abgesehen. Das ist ein Typ, warte kurz, ich halte den mal. Ja, ja. Das ist ein Typ, der wirklich sein Hauptthema ist Angst und er bereitet auch genau diese. Erfolgt mich doch nicht, du Penner. Ich hab dir doch gar nichts getan. Und er hat halt so ein Gas, was bei jedem die schlimmste Angst sehen lässt. Ja. Und am Ende bei sich selbst. Zumindest bei Batman Begins, glaube ich. Ja, ich finde da ihn nicht ganz so toll, weil er nicht da sein Vogelscheuchenkostüm anhat. Ey, du Penner. Ich wollte gerade runterspringen. Wo bist du? Er trägt mich gerade durch die Gegend. Aber nicht romantisch. Oh ja, ich sehe es. Ich weiß nicht, wenn er mich über die Türschwelle trägt, mache ich mir Sorgen. Ja, so, da musst du ihn erstmal erklären. Ja, so bin ich doch gar nicht. Also ich bin ganz in deiner Nähe. Ich bin nicht der David, den sie suchen. Das ist nicht der David, der du suchst. Hängt er noch bei dir, oder? Okay, nee, er ist nach unten gegangen. Schnitzel! Jupp, merke ich. Wohin gehst du jetzt? Dankeschön. Das ist doch der auch Tommy Shelby heilen. Spielt, oder? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann dich gleich heilen. Yep. Wo bist du? Oben oder unten? Mittlere Etage, wenn man das so sagen kann. What? Ja, ich hab eine Treppe nach oben und ich hätte auch eine Treppe nach unten. Egal, ich press jetzt erstmal ihn. Obwohl er ist noch zu. Er ist zu nah dran. Hoppala! Ja, merk ich. Ja, auch nicht. Ah, leck mich. Warum klappt das eigentlich nie? Oh, schön, dass er nicht hinter mir her ist. Also jetzt sogar nicht hinter mir her. Ja. Oh gut, dann liegt er da jetzt oben. Wo bist du? Ich bin gar kein, weder Mensch noch Generator. Weißt du, dass oben welche sind? Okay, er wurde angehangen. Ja, schon wieder. Ich gehe ihn diesmal nicht retten. Ich überlege gerade, ob ich ihn rette. Ja, ich bin angeknackst, deswegen gehe ich da jetzt. Ich weiß das doch. Okay, ich glaube, er hängt gerade da ein bisschen rum. So könnte man das wohl sagen. Nein, ich meine der Killer. Ach so. Oder auch nicht? Vielleicht ist er unter mir. Ich werde das wieder so ein. Fall von. Ich glaube, das ist das Nervige bei denen. Das ist das Nervige an diesem Map, man weiß. Teilweise nicht so gut. Oh, er hat mich. Ja. Scheiße. Dann heile ich den jetzt nochmal kurz und dann komme ich. Der Generator war so gut wie fertig. Ich bin auf jeden Fall in deiner Nähe. Ich bin zwar im Spind, aber ich bin in deiner Nähe. Let's go. Oh, er kommt jetzt in meine nicht. Richtung. Er ist nach oben. Warte, er ist jetzt noch in seiner Nähe. Ja, er schlawinert hier rum. Ist er noch da, oder? Er ist weg. Ja, aber er ist aber noch in der Nähe. Wir machen deinen Generator mal fertig, ne? Mach mal. Nee, er ist unter dir. Er ist hier unten. Er ist, glaube ich, gerade auf dem Weg zu uns. Dann rette ich dich mal. Der Moment ist günstig. Komm, ich halte dich hier. Der Typ ist noch beschäftigt, wie mir scheint. Ja, da ist hinter einem Mann am Meer. Ich bin, glaube ich, ich bin der Einzige, der noch nicht, glaube ich, einmal der noch nicht einmal gehittet wurde, so, das war das Wort. Wurde gehittet, aber zum Glück nicht angehakt. Okay, wir können hier. Oh! Jeden Weg, den ich hochgehen will. Jeden Weg, den ich hochgehen will. Der kommt bestimmt jetzt hier hin, ich wette es. Meinst du? Oh Gott. Ja. Hey, wir müssen noch einen reparieren. Fällt mir gerade auf. Oh, ja. Das war knapp.
Ich habe beinahe den Check nicht geschafft. Lass mich hoch. Und einer der beiden ist schon mal erledigt. Einer von uns. Ja. Nee, keiner von uns. Wir sind ja auch gleich fertig. Did it! Ja, und da ist er. Da ist er. Ich bin am Ausgang. Ja, komm. Klapp zu. Oh, scheiße. Na komm. Er hat dich. Ach, leck mich. Naja, musstest du unbedingt hier hinlaufen, ey. Ja, Entschuldigung, ich wollte einfach nur weg. Oh, meine Fresse. Das Ding war fast auf, ey. Okay, er hat mich noch nicht gesehen. Ich bin gerade sehr sneaky unterwegs. Sneaky. Er ist... So, jetzt aber. Beeil dich. Würd gerne. Natürlich hängt er. Jetzt hat er mich gesehen. Hey, ich bin hier, du Dödel. Oh Gott. Renn. Oh nein, nicht zu mir. Nein! Okay, ich bin entkommen. Okay, er hängt aber noch rum. Oh, er hat mich. Ich lock ihn mal weg. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn er mich immer noch hinter mir her ist, was er scheinbar nicht ist. Jetzt ist er dir her. Toll. Nee. Ist er nicht? Vielleicht solltest du da mal das Tor öffnen. Ja, der Lollunger hat da am Tor rum, sonst wäre ich am Tor, ne? Der steht genau am Tor. Jeez, Louise, kein Grund so. Ja, aber... Ich würde das Tor ja öffnen. So, ich öffne jetzt versuche das andere Tor zu öffnen. Der kommt hierher. Oh Gott. Beim anderen Tor, oder? Jo. Der ist genau beim anderen Tor. Okay. Also einer von uns schafft es, der andere nicht. Tippe darauf, dass ich es bin, die es nicht schafft. Ich kann schon mal rein. Nein. Oh, geschafft. Er hätte mich beinahe getroffen. Du kannst es auch noch schaffen. Ja, ich muss aber warten, dass ich frei Bahn hab. Auch wieder wahr. Versteck dich. Glück gehabt. Wie man einfach noch gehört hat, dass er die Messer nach dir geworfen hat. Ja, genau. Aber auch nach mir. Messer geworfen. Aber das die downen eigentlich sofort. Oh, das Schlimmste war halt, dass er wirklich an diesem anderen Turm festgehangen hat, eben, die ganze Zeit. Sonst hätte ich das aufgemacht. Aber der stand da genau vor, weil er genau wusste, dass wir da hinrennen.